Unterstützt werden die Jungs in den kommenden Tagen von Sabine Hankel-Hirz, Psychotherapeutin und Expertin für Menschen mit Messi-Syndrom. Ihr zur Seite steht der Mann fürs Grobe. Dennis Karl ist professioneller Entrümpler. Hallo. Hi, ich bin der Dennis. Alex, hallo. Schönes Haus habt ihr von außen. Ja, von außen. Das ist euer Wohnzimmer? Das ist unser Wohnzimmer, ja. Aha, wie lange ist die Party her? Naja, eine Party haben wir nicht wirklich gefeiert. Es sieht immer so aus. Ja, sieht immer so aus? Naja. Als ich hier reingekommen bin und der Alex und Daniel, die haben mich begrüßt, da habe ich gedacht, ey, das ist ja cool, hier so ein Junggesellenhaushalt, ja, die haben hier Partys gefeiert en masse. Aber mittlerweile hat sich das Bild schon gewandelt, also die haben jede Menge Probleme hier. Ja. Dennis und Sabine verschaffen sich einen ersten Überblick. Ja, wollen wir mal weiter gucken, ne? Ja, dann gehen wir gerade hier mal rein. Genau, gehen wir hier rein. Ja, für Sabine haben wir ja auch noch ein Plätzchen, ne? Oh, hier steht noch was. Dann müssen wir erstmal ein bisschen freiräumen, dass wir hier rein können. Ne? Ganz genau, ja. Naja. Was war das für ein Zimmer hier, Alex? Das war das Esszimmer. Das war das Esszimmer? Ganz genau, ja. Währenddessen versucht Sabina, Gründe für das Chaos im Büro herauszufinden. Ja, das war mein Vater sein Reich. Ah. Das Büro. Sein Büro, genau. Mhm. Ja. Hier haben wir so eine Uhr, genau. Ne? Ja, das sind die Uhren. Eine Kaminuhr. Darf ich dir die mal? Und jetzt haben wir die Kaminuhr hier nochmal. Noch einmal, genau. Und wir haben die Kaminuhr noch einmal. Das heißt, drei Stück schon davon, ja. Ne? Ich meine, die sind ja wirklich hübsch. Natürlich. Aber viele, ne? Ich weiß auch nicht, was er damit alles machen wollte. Ja, wenn mein Vater ein super Schnäppchen irgendwo in einem Kaufhaus gesehen hat, hat er nicht eins genommen. Nee, das waren eine mehrfertige Ausführung. So mindestens zehn Teile, die er dann vom gleichen Gerät dann mitgenommen hat. Das heißt, es ist jetzt nicht nur von euch her passiert, sondern der Vater hat auch, ja. Er hat auch selber viel gesammelt, sehe ja, ich. Ja, ne? Durchaus. Und öfters dann auch mal, wenn man in andere Räume was gesucht hat und was im Weg stand, hat man das dann halt einfach wieder hier rein. Also das ist so das Papa-Bürozimmer und Alex und Dennis, in welchem Zimmer sind die jetzt? Das ist schon so Esszimmer. Esszimmer. Ja. Mhm. Was machst du eigentlich, wenn du mal ein Mädel kennenlernst? Die kannst du auch nicht mit nach Hause nehmen, ne? Auf keinen Fall. Dann muss ich mir was überlegen. Ja. Da kommt mir das so in den Sinn, weißt du, eigentlich, das ist ja hier keine Entrümpelung bei euch. Ne? Ja, das sind ja Schätze eigentlich. Ihr habt ja so viel Kohle, ihr wisst es nur nicht. Ja. Ja, und dann ein ganz besonderes Schätzchen habe ich ja da hinten entdeckt, die Wurlitzer. Genau, ja. Die ganzen Gegenstände, die hier rumliegen und auch das Mobiliar an sich, das ist eigentlich kein Müll, sondern das hat eigentlich noch richtigen Wert. Ja? Wir können das auch alles verwerten, nicht indem wir es wegschmeißen, sondern indem wir da noch Kapital rausziehen, zugunsten von den zwei Jungs. Ja? Ja, Jungs, das ist also eure Küche. Mhm. Das ist die Küche, genau. Also wenn wir den Inhalt hier warm machen, haben wir eine Suppe. Na gut, das ist aber so eine, ich sag, eine richtige, typische Studenten-Jungs-WG-Küche, ne? Die Küche, ja. Genau, ja. Aber ihr habt es so nicht im Griff, die Küche sauber zu machen und ein bisschen zu sortieren, ne? Ganz genau. Woran liegt das? Ja, zum Großteil ist es ja durch die Faulheit. Wir sind von vorne bis hinten verwöhnt worden, bedient worden. Buchstäblich, mit uns ist der Arsch hinterhertragen worden. Da haben sie es eigentlich gar nicht gelernt, ne? Dass du einfach eine Koordination hast. Einfach das, was eine Frau hat. Eine Frau, meine Mutter, die hat angefangen und dann war die ruckzuck fertig. Das heißt, um mal eine genetische Veranlagung von Frauen für Ordnung zu halten. Ja, das ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass das so ist. Dennis' Aussage, dass Frauen wissenschaftlich besser putzen können, ist natürlich Quatsch. Also auch diese genetische Veranlagung, die angeblich da ist. Klar, Frauen können viele Sachen auf einmal, aber ich denke, das können Männer auch. Und das bekomme ich Daniel und Alex auch beigebracht. Nach der ersten Einschätzung wollen die Experten im Obergeschoss weitermachen. Hier befinden sich die Zimmer der Brüder. Und auch hier herrscht ein Chaos aus Kleidungsstücken, Pfandflaschen und Mülltüten. Das will man halt auch nicht so wegschmeißen, einfach vielleicht. Ja. Das muss man ja auch nicht wegschmeißen, ne? Aber ich meine, jetzt im Zimmer von einem Erwachsenen
Ja. Und auch im Zimmer des 6 Jahre jüngeren Alex herrscht Chaos. Ja, Alex, was mich nochmal so interessieren würde, also wie fühlst du dich eigentlich so in deinem Zimmer hier? Unwohl. Unwohl. Ich gehe hier eigentlich auch nur hauptsächlich rein zum Schlafen. Aber ich sag mal, so ein bisschen aufräumen könntest du ja eigentlich auch, ne? Könnte ich eigentlich so, ja. So, sag ich mal, so dein Umfeld von 1 Quadratmeter um dich rum mal so ein bisschen ordentlich hältst, das wäre ja machbar, oder? Das wäre echt machbar, ja. Halt die Flaschen wegtun. Ja. Aber du siehst das selber, ne? Ja, sehe ich selber, ja. Also würde es ja eigentlich schon reichen, wenn ich mal so richtig in den Arsch trete, ja? Ja. Ja? Ja, das tut mir schon lange. Ah, gut, das können wir ja einfach vielleicht halt mal als Ansporn auch. Ja. Naja, wir werden hier so ein paar Verschönerungen machen, ne? Also hier so diese Kinderkacke hier. Ne? Ja. Weißt du, das ist ja gar nicht so schlimm hier. Ne? So, hier haben wir ja das schöne Bad. Also euer WC hat ja auch schon bessere Zeiten gesehen, oder? Ja, oh, ja, auf jeden Fall. Geht ihr da noch drauf? Nein. Das ist auch nicht zu empfehlen, weil da springen euch die Bakterien schon von unten an. Dann. Ja, richtig. Ja, das reißen wir komplett raus. Also ich meine nicht das ganze Bad, sondern zumindest die Schüssel hier. Mhm. Das Bad oben, da würde ich mir noch nicht mal eigentlich die Hände drin waschen, weil das ist total verkeimt. Die Toilette ist... Die kann man nicht mehr sauber machen, die muss demontiert werden, da muss eine neue eingebracht werden. Das Badezimmer von Daniel und Alex ist wirklich absolut ekelhaft, das muss man wirklich sagen und das darf nicht passieren. Was machen die hier? Jungs, das kann ja gar nicht sein, wie kommt die ganze Scheiße hier rein? Einfach alles reingeschmissen. Ich bin jetzt verwundert, weil das ist ja kein bewohntes Zimmer, ja, und hier liegt der ganze Müll drin, Berge hoch. Hm? Ah, es war mal unser Zockzimmer. Was war das? Das Zockzimmer. Aber das geht hier trotz Unlust und trotz geht nicht. Das kann nicht passieren, sowas. Weil das Zimmer nicht bewohnt ist, weißt du? Was würde die Mama sagen, wenn sie es jetzt so sehen würde? Die würde uns verfluchen bis das Letzte. Ganz ehrlich, die würde uns Prügel verpassen. Ja. Alex und Daniel befinden sich im Anfangsstadium des Messiturms. Wenn jetzt niemand hilft, dann werden sie in 10 Jahren in ihrem Müll total untergehen. Wir müssen jetzt den Kreislauf unterbrechen, um das Schlimmste zu verhindern. Was haben wir hier? Lass mich raten, sieht aus dem Schlafzimmer. Richtig, das elterliche Schlafzimmer ist das noch. Oh. Und hier hat euer Papa bis vor kurzem noch drin gelebt. Ja. Das heißt, innerhalb des letzten halben Jahres ist das Chaos entstanden. Vorher war das ordentlich, als er noch hier drin war. Nein. Auch nicht. Die Matratze ist das Einzige, was wir hier drin reingestellt haben. Ja. Und das hat Vater alles so hinterlassen. Ja, vor allem auch wegen seinen Demenzattacken. So hat er nicht mehr gewusst, wo er war, wie ihm geschieht. Und da hat er halt alles um sich auch geschmissen. Okay, das heißt, er hat einen Kontrollverlust und hat wirklich einfach agiert und gemacht, so wie das in der Demenz ist. Ja. Gardine runtergerissen, neben dem Bett gelegen, alles runtergerissen eben. Wie seid ihr damit umgegangen? Wie ist das für euch? Hart, richtig schwer auch. Sehr schwer. Mhm. Seinen eigenen Vater so zu sehen. Das heißt, in diesem Schlafzimmer hängt ganz viel Erinnerungen von euch, von eurem Leben. Mhm. Ja, wenn man nachts nicht schlafen konnte, was hat man gemacht? Man ist zu den Eltern ins Bett. Richtig. Die Erinnerung ist natürlich noch ganz stark bei euch. Die ist da auf jeden Fall. Und die Erinnerung, ist die jetzt noch stärker gekommen, seitdem beide nicht mehr da sind? Ja, wir gehen sehr selten hier rein. Wir müssen auch meiden einfach, ja, dass die Erinnerungen auch hochkommen wieder. Das heißt, ihr vermeidet diesen Schmerz. Ja, das heißt, es ist jetzt gerade sehr schwer, dass wir hier mit euch drin stehen. Ja, auch, ja. Aber es geht euch beiden nicht gut, ne? Mhm. Ist das die Mutter hier von euch? Genau. Nee. Hey, komm mal her. Das ist gerade heftig, ne? Komm mal her. Ja, es hat mir im Herzen mit wehgetan. Also die beiden leiden wirklich in diesem Zimmer. Sie haben diesen Verlust und den Schmerz nie wirklich an sich rangelassen. Und das ist natürlich jetzt ein ganz wichtiger Schritt, dass wir mit der Trauerarbeit beginnen.
Auch 3 Jahre nach dem Tod der geliebten Mutter ist für die Brüder die Trauer übermächtig. Sie hat mich geboren, sie hat uns geliebt. Sie ist einfach nicht mehr da. Ich vermisse sie so arg. Also das ging mir total nahe, weil ich habe schon die ganze Zeit gemerkt, dass die innerlich völlig angespannt sind und dass die so viel aufgestaut haben innen drin, dass das irgendwann rauskommt. Ja, und das war halt der Moment eben, wo das rausgekommen ist, eben diese ganzen angestauten Sachen. Ja. Aber das schaffen wir zusammen, ja? Mit deiner Schwester. Ja, klar. Ja? Vielen Dank euch. Geht's ein bisschen besser? Ja. Aber ihr müsst auch immer dran denken, dass ihr euch bei ihr habt, ne? Das ist es, ja. Und ich bin stolz auf sie. Aus ihm ist was Wunder, auf jeden Fall. Ja, aus dir auch. Und das kriegen wir auch wieder alles hin. Mein Eindruck von den 2 Jungs, also von dem Daniel und dem Alex, das sind total Liebe. Die sind echt gebeutelt, sag ich mal, vom Schicksal. Also die tun mir total leid. Das war gerade echt emotional. Ne? Das war heavy, echt. Ja. Also die beiden haben wirklich die Trauer überhaupt nicht verarbeitet. Nee. Boah, da haben wir eine ganze Menge zu tun. Ja, wir müssen ganz schwer an die Trauerarbeit auch ran. Ne? Also das ist so ein Messitum im Anfangsstadium. Mhm. Und wenn wir das nicht unterbrechen, wenn wir ihnen jetzt nicht helfen, dann wird das richtig katastrophal. Dann knallt's richtig um. Wir müssen jetzt wirklich das Schlimmste verhindern und vor allen Dingen verarbeiten, dass sie nicht das Gleiche machen wie die Eltern. Weil da ist natürlich auch eine Veranlagung da, dass sie das auch immer gesehen haben, ne? Was der Vater gesammelt hat. Und ach so, ja. Ja, ja, das überträgt sich natürlich auch auf die Kinder. Und dann halt noch mit der Problematik, dass sie nicht loslassen können, weil die Erinnerungen an die Eltern sind. Also das ist wirklich ganz verzwickt jetzt. Ne? Aber die sind ja noch jung. Die sind noch jung und sind vor allen Dingen, das finde ich so schön, sie sind super motiviert. Ich finde das auch ganz toll, dass sie gesagt haben, sie brauchen einen Arschtritt bei Sachen, die sie eigentlich können müssten. Die beiden sagen, sie wissen eigentlich schon, wie es geht, aufräumen, aber sie können es nicht umsetzen. Ich denke einfach, dass da im Innerlichen etwas bei den beiden passiert. Eine Angst, auch Sachen wegzuschmeißen. Sie brauchen diese führende Hand, weil die Mutter sehr geführt hat, wahrscheinlich auch sehr rigide erzogen hat. Und ohne diese Hand der Mutter kommen sie ins Chaos. Also da ist jetzt diesmal wirklich nicht nur Entrümpeln. Das sind Schätze. Du hast auch welche entdeckt, ne? Ja, diesmal ist es ja wirklich so, dass das alles noch einen richtigen Wert hat. Ja. Also da wird nicht alles weggeschmissen, das können wir nicht machen. Da müssen wir halt noch ein bisschen Kohle rausholen für die zwei, dass sie sich da ein paar neue Sachen auch noch mal anschaffen können. Ne? Also Kinder von Messis werden nicht automatisch auch Messis. Aber im Zusammenhang zum Beispiel dem Tod der Mutter und dem vorherigen Lernen, Sachen zu sammeln und zu horten, kann so etwas ausgelöst werden und damit ist also die Vorbereitung, Messi zu werden, unheimlich stark vorgearbeitet. Also wir wollen jetzt nicht Hüpfhäuschen oder sowas spielen, sondern es ist ein ganz wichtiger therapeutischer Schritt. Bei euch im Haus sind unheimlich viele Sachen und Dennis kommt morgen mit dem Entrümpelungsteam und dafür müssen wir was vorbereiten. Ich möchte mit euch zusammen jetzt durchs Haus gehen und dass ihr symbolisch Sachen einsammelt. Auf grün kommt all das, wo ihr sagt, das möchtet ihr eindeutig wegschmeißen. Kann der Dennis entrümpeln. Sachen, wo ihr euch nicht sicher seid, wo wir drüber reden können, die packt ihr auf das gelbe Feld. Und alles, was ihr sagt, was ihr auf jeden Fall behalten wollt, das rote Brett. Okay. Ist das soweit? Ja. Verständlich, ja? Verstanden. Symbolisch müssen Daniel und Alex mit roten, grünen und gelben Aufklebern bestimmen, was sie behalten und was sie wegwerfen wollen. Und die PlayStation bekommt einen grünen Punkt? Nee, garantiert nicht. Niemals. Nee, lass halt. Lege muss da so rein. Ja. Was ist mit dieser Couch? Ja, die hat auch die, ja, doch die ziemlich runtergesessen schon. Ja, die hat die beste Zeit auch hinter sich. Ja. Ne? Aber das hat Mama nur gezahlt. Hat Mama gekauft. Ist halt auch wieder sowas. Wenn ihr jetzt nur davon mal ausgehen würdet, jemand ganz anderes hätte die gekauft. Dann raus. Definitiv raus. Ja, aber wenn wir jetzt wirklich alles aufheben würden, ja, was uns so brutal verbindet, ja,
dann kriegen wir die Bude hier nicht leer. Wir müssen uns davon trennen und unser eigenes Leben aufbauen. Ja, das ist es. Das sehr auch. Gut gesagt. Es ist Alex und Daniel gerade sehr einfach gefallen, weil sie einfach wollen. Sie wollen, dass wir ihr Leben aufräumen und sie haben allen Mut zusammengepackt, um hier wirklich mitzuarbeiten. Der wohl schwerste Schritt der vergangenen Trauerjahre, Loslassen des Geliebten, zumindest der materiellen Dinge. Ja, anstrengend. So die körperliche Aktivität jetzt hier und auch, ja. Das Ungewisse, solches behalten, solches nicht behalten. Daniel, Alex? Ja? Seid ihr am Aussortieren? Hier oben. Seid ihr am Aussortieren? Ja. Wir gucken gut. Da schon mal, ja. So weit, so gut. Also, ich würde auch wagen. Ich würde hier so. In dem Zimmer, würde ich auch sagen, alles raus. Das komplette Zimmer weg? Ja, bis ja. Es fällt Ihnen auf der einen Seite leicht, grüne Punkte zu kleben. Sie diskutieren untereinander, haben auf jeden Fall diesen therapeutischen Schritt ganz genau verstanden, dass es um Loslassen geht und auch, dass wir gerade in Ihr Herz halt auch reinbringen, dass Sie ein neues Leben starten müssen und dass Sie halt Möbelstücke auch weggeben sollen, die Sie selber gar nicht kaufen würden. Das ist halt auch ein ganz wichtiger Schritt gerade. Das ist das Schlafzimmer eurer Eltern. Ja. Und wir haben gesagt, hier ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, damit ihr eure Trauer verarbeiten könnt. Und hier müssen wir natürlich auch was machen, ne? Ja. Und ihr sagt einfach, wenn ihr mich braucht. Mit dem schmerzlichen Auflösen des Elternschlafzimmers bricht für Alex und Daniel endgültig eine neue Zeitrechnung an. Ja, das Bett, ja. Keine Ahnung. Wenn es hier steht, werden wir nicht glücklich. Nee. Wir tun uns da keinen Gefallen mit. Aber es bringt uns auch nichts, wenn das hier stehen bleibt und wir nutzen es nicht, weil wir einfach nicht reingehen, weil wir immer wieder das Bett sehen und das ganze Zeug hier. Dann muss es raus. Mike. Es ist natürlich ein Riesenschritt, jetzt von diesen Sachen und diesen Erinnerungen loszulassen. Und Sie müssen jetzt unterscheiden lernen zwischen den materiellen Dingen, die dort drin sind, und von dem, was in Ihrem Herzen ist. Und Sie schaffen es aber gerade wirklich mit so einer Selbstberuhigung auch, diese Erinnerungen loszulassen, um Freiräume zu schaffen. Wir müssen ja anfangen zu leben. Wir müssen loslassen. Dass wir ein neues Leben beginnen können. Ja, der Tag für mich war heute sehr, sehr schwer, um einfach auch die Entscheidung zu treffen, dass das Leben in dem Haus von den Eltern einfach dann der Geschichte angehört. Dass einfach nur die Erinnerung und das, was im Herz ist, bleibt. Daniel und Alex haben gerade hervorragend mitgemacht. Ich bin wirklich begeistert. Ich bin ganz stolz auf die beiden, weil sie haben es wirklich angenommen, was wir hier gemacht haben. Und das ist ein riesengroßer therapeutischer Schritt für die beiden.